Der Schönheitschirurg Martin Berg soll bei einer Brust-OP einen fatalen Fehler begangen haben. Du hast meiner Frau die Titten ruiniert. Ich meine schon, das Gerücht, ich würde fehlerhafte Implantate benutzen, ist geschäftsschädigend. Die Situation gerät völlig außer Kontrolle. Plötzlich steht nicht nur die berufliche Existenz meines Mandanten auf dem Spiel, sondern auch sein Leben. Auf dem Rücksitz befindet sich eine Bombe. In genau einer Stunde geht die hoch. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Mein Name ist Christian Vorländer und ich werde alles daran setzen, das Leben von Dr. Berg zu retten. Der 42-jährige Schönheitschirurg Martin Berg musste sich vor Gericht verantworten. Ihm wurde ein ärztlicher Kunstfehler vorgeworfen, doch die Verhandlung endet mit einem Freispruch. Seine neue Ehefrau und sein Sohn freuen sich mit ihm. Auch sein Anwalt Christian Vorländer ist zufrieden. Einen Moment bitte. Guten Tag, Tracy Schulz vom Tagblatt. Sie sind der Anwalt von Dr. Berg? Das ist richtig, Christian Vorländer. Wie ist denn der Prozess gelaufen? Wie zu erwarten war. Dr. Berg konnten keinerlei ärztliche Kunstfehler nachgewiesen werden. Die Vorwürfe des Klägers, die waren vollkommen haltlos. Wir haben gewonnen, Herr Vorländer. Vielen Dank. Gern geschehen. Und Sie haben hoffentlich Verständnis, dass wir uns jetzt zu diesem Fall nicht weiter äußern werden. Herr Vorländer, ohne Sie hätte ich meine Klinik schließen können. Ich meine schon, das Gerücht, ich würde fehlerhafte Implantate benutzen, ist geschäftsschädigend. Ich würde sagen, wir haben was zu feiern. Gehen wir essen. Kommst du mit, Sohnemann? Nee, ist mir zu öde. Na, wie du meinst. Ich fahr lieber heim. Hey du, glaub bloß nicht, dass das Ende ist. Du hast meiner Frau die Titten ruiniert. Ich gebe Ihnen den guten Rat, Herr Bartmann, dass Sie das Urteil besser mal akzeptieren sollen. Den Teufel werde ich tun. Ich werde beweisen, dass der nämlich Scheiße gebaut hat. Hören Sie auf, meinen Mandanten fälschlich zu beschuldigen. Was fälschlich? Wenn Sie weiterhin unwahre Behauptungen über meinen Mandanten verbreiten, dann wird das für Sie empfindliche Konsequenzen haben. Das wird nicht das letzte Wort gewesen sein. Komm, wir gehen jetzt. Ach, kommen Sie, jetzt lassen wir uns die gute Laune nicht verderben. Ja, gehen wir was essen. Entgegen der Warnung des Anwalts haben die beiden Kläger den Schönheitschirurgen in einem Zeitungsinterview erneut beschuldigt, minderwertige Implantate eingesetzt zu haben. Christian Vorländer kann die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Er muss den guten Ruf seines Mandanten schützen. Mein Einsatz für Dr. Berg ist noch lange nicht beendet. Denn Bela Wartmann hört einfach nicht auf, meinen Mandanten zu beschuldigen. Dabei ist eindeutig bewiesen, dass die Narbenbildung der Patientin auf schlechte Wundheilung und nicht auf einen ärztlichen Kunstfehler zurückzuführen ist. Das hier ist sein Etablissement. Ich hoffe, er ist da. Denn dann nämlich kann ich ihm sofort diese Abmahnung hier persönlich überreichen. Yes, I can see you. Entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz stören? Eigentlich haben wir geschlossen. Es macht nichts. Ich bin ohnehin nicht zum Vergnügen da. Mein Name ist Christian Vorländer, ich bin Anwalt. Ich würde ganz gerne mit dem Herrn Wartmann sprechen. Ist er denn da? Der ist im Büro hinten. Vielen Dank und viel Spaß noch. Ah, was wollen Sie denn Herr Wartmann, guten Tag. Guten Tag. Sie sind hier nicht erwünscht? Keine Sorge, ich bleibe nicht lang. Ich habe Post für Sie. Was ist das denn? Ich hatte Sie ja gewarnt, dass Sie es unterlassen sollen, permanent unwahre Behauptungen über meinen Mandanten in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Und das hier ist die Quittung. Und Sie wissen, wo die Tür ist. Ich habe nämlich keine Zeit mehr. Es gibt nämlich noch Menschen, die ehrliche Arbeiten verrichten. Nicht wie Sie, der was mit einem Pfuscher unter einer Decke steckt.
Für den Nachmittag stehen keine Operationen an. So hat sich der Schönheitschirurg für den Nachmittag freigenommen, um nach der Aufregung Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Doch das schöne Vorhaben wird in wenigen Minuten in einer Katastrophe enden. Der Arzt ahnt nicht, in welche Todesgefahr er gleich kommen wird. Martin Berg, hallo. Jetzt hör mal ganz genau zu. Auf dem Rücksitz befindet sich eine Bombe. In genau einer Stunde geht die hoch. Was? Du hast einen Ruckschalter ausgelöst. Sobald du aufstehst, wird die Bombe gezündet. Du hast aber eine Chance. Sagen Sie mir, was ich machen soll. Frag dein Gewissen. Mein Gewissen? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Und dann musst du deine Fehler ausbügeln. Was? Wenn du das tust, werde ich die Bombe für dich ferngesteuert entschärfen. Welche Fehler denn? Verdammt nochmal, sagen Sie mir, was ich tun soll, bitte. Hallo? Hallo? Eine Bombe. So, Baby, jetzt sag mal, was du drauf hast. Herr Wartmann, Sie sollten die Angelegenheit hier wirklich ernst nehmen. Ich erwarte bis übermorgen die von Ihnen unterschriebene strafbewährte Unterlassungserklärung in meinem Briefkasten. Andernfalls werde ich bei Gericht eine Unterlassungsverfügung beantragen. Schönen Tag noch. Hallo, Dr. Berg. Irgendwie helfen. Augenblick mal, ganz langsam. Sie sind wo? In Ihrem Auto, in der Tiefgarage Ihrer Klinik? Was? Eine Bombe? Jetzt hören Sie mir mal ganz gut zu. Wir kriegen das schon hin. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt kühlen Kopf bewahren. Haben Sie denn eine Ahnung, wer der Anrufer mit der verzerrten Stimme war? Was könnte die Person denn gemeint haben? Von welchen Fehlern, die Sie wieder gut zu machen haben, ist denn die Rede? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was er will. Herr Vorländer, bitte. Was soll ich denn tun? Ich bitte Sie. Sie müssen mir irgendwie helfen. Sie müssen mich retten. Herr Berg, ich lasse Sie nicht im Stich. Sie können sich voll auf mich verlassen. Ich habe auch schon eine Ahnung, wer dahinter steckt, aber das erzähle ich Ihnen später. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt sofort die Polizei rufen. Die schicken geübte Sprengstoffexperten, um die Bombe zu entschärfen. Ich melde mich gleich wieder bei Ihnen und ich komme jetzt auch sofort zu Ihnen. Herr Berg, nochmal. Wir kriegen das schon hin. Bitte verlieren Sie nicht den Mut und bleiben Sie ganz ruhig sitzen, ja? Ich finde das so süß von dir, dass du dich so für mich einsetzt. Ist schon okay. Ich meine, den Prozess haben wir zwar verloren, aber wieso jetzt eigentlich? Du, können wir das ein bisschen später bereden. Ich habe noch ein bisschen zu arbeiten. Du mach mal bitte, dass du ein bisschen mehr Titten zeigst, okay? Ist klar? Dr. Berg packt wieder Tiefgarage. Will, das Arsch doch schon wieder hier. Zweites Tiefgeschoss, okay? Vielen Dank. Hey, regnet es draußen oder haben Sie Angst, dass die Platte nass wird? Also so kommen Sie mir schon mal gar nicht. Was haben Sie mit der Bombe zu tun? Hä? Was für eine Bombe, ey? Die Bombe in Dr. Bergs Auto. Ja, Augenblick mal, hat denn jemand in die Luft gesprengt? Wie, oh mein Gott, einfach so in die Luft gesprengt? Die Polizei wird jeden Augenblick hier sein und da können Sie dir ja in aller Ruhe erklären, wie Sie die Bombe in Dr. Bergs Auto deponiert haben. Ich hab nichts mit der Bombe zu tun. Sie haben doch meinen Mandanten angerufen und gesagt, Sie würden die entschärfen, wenn er sich zu seinen Fehlern bekennt und die wieder gut macht. Na no, dann habe ich halt telefoniert, aber nicht mit dem Berg. Er ist halt an meiner Frau die Titten ruiniert, er kriegt doch noch recht im Gericht. Und dann soll ich ihn doch noch in die Luft geblasen haben, was geht denn? Ja, das ist wirklich nicht fair, ja, meinem Bela so was Schlimmes vorzuwerfen. Verdient hätte er es ja. Ist aber nicht mein Stil und bei der Mafia bin ich auch nicht. Können Sie mir bitte helfen? Schauen Sie sich da hinten diese Bombe an auf dem Rücksitz. Natürlich können wir Ihnen helfen. Dr. Berg, das ist nicht meine erste Bombe. Wenn Sie jetzt ruhig bleiben und nicht die Nerven verlieren, dann wird alles gut werden. Ja. Oh. Ja, hallo, Herr Vorländer. Ja, die Herren von dem Sprengstoffkommando, die sind jetzt da. Haben Sie irgendwas herausfinden können? Herr Dr. Berg, ich bin jetzt bei Bela Wartmann. Das ist der Mann, den ich im Verdacht habe, die Bombe deponiert zu haben.
Ja, das klingt logisch. Er muss es gewesen sein. Streitet allerdings ab, irgendwas mit dieser Bombe zu tun zu haben. Am besten, Sie reden jetzt selbst mit ihm. Ja, ja, geben Sie ihn mir. Dr. Berg für Sie. Hallo? Hallo, Herr Wartmann. Ich weiß, Herr Wartmann, Sie wollen, dass ich zugebe, dass ich gepfuscht habe. Ist es das, wozu ich mein Gewissen befragen soll? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Hören Sie, ich habe nicht gepfuscht. Ich arbeite immer präzise. Ich kann doch nicht zugeben, was ich nicht getan habe. Ich würde nie minderwertige Implantate benutzen. Also bitte, ich flehe Sie an. Bitte schalten Sie diese Bombe aus. Hey, jetzt mal langsam zum Mitschreiben, okay? Ich bin nicht der Bombenleger. Ich habe keine Ahnung, wie man das Scheißding abstellt. Und ich weiß auch gar nicht, an was für ein Scheißplatz Sie sind. Herr Bartmann! Das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Geben Sie her. Dr. Berg, ich rufe Sie gleich zurück, ja? Ich kläre das hier nochmal weiter. Gut, dass Sie da sind. Das ist der Mann, der Dr. Berg meinen Mandanten bedroht hat und den ich im Verdacht habe, diese Bombe deponiert zu haben. Mit jeder Minute, die Sie schweigen, verringern Sie Ihre Chance, vor einem Richter eine milde Strafe zu bekommen. Ist Ihnen das klar? Mann, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich rate Ihnen dringend zu kooperieren. Geben Sie endlich zu, dass Sie der Bombenleger sind. Retten Sie Dr. Berg! Hey, wie oft denn noch? Ich bin nicht der Bombenleger, okay? Weiß Gott, wie viele Patienten der Dr. Berg schon vermutet hat, die scheiße auf ihn sind, okay? Herr Wartmann, führt Sie bitte mitzukommen. Ich gehe nirgendwo hin. Aber Sie können doch nicht meinen Fehler beherrschen, einfach so mit dem, der hat doch gar nichts getan. Herr Wartmann sollte besser kooperieren, das wissen Sie genauso gut wie ich. Ich hoffe mal, dass er auf der Dienststelle ein bisschen gesprächiger ist. Die Zeit läuft uns davon. Der Bombenleger hat Herrn Dr. Berg eine Stunde Zeit gegeben. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 40 Minuten. Ich muss sofort zu meinem Mandanten. Wir fahren auf die Dienststelle. Aber die können doch nicht... Die Zeit drängt. Ich kann verstehen, dass mein Mandant keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Die Bombe muss rechtzeitig entschärft werden. Aber wenn Bela Wartmann nicht der Täter war, dann muss ich rausfinden, wer es sonst gewesen sein könnte. Deshalb werde ich jetzt sofort mit Herrn Dr. Bergs Frau und seinem Sohn sprechen. Die Zeit wird immer knapper. Nur noch Anwalt Christian Vorländer kann Dr. Berg helfen. Während sein Vater in Lebensgefahr schwebt, ist Sohn Paul auf Abwägen. Jenny? Ja? Sag mal, ich kenne dich doch von irgendwoher. Ja, Dr. Berg ist mein Vater. Ja, gestern vor Gericht. Sag mal, was willst du von mir? Also, ich wollte dir nur sagen, ich finde, du siehst immer noch gut aus. Ja, danke. Und jetzt? Kann ich ein Autogramm haben? Nee, keine Lust, du. Sag mal, weiß dein Vater eigentlich davon, dass du mir hinterherläufst? Der muss ja nicht alles wissen, oder? Außerdem bin ich schon 17, also. Ah ja. Was ist jetzt mit meinem Autogramm? Nee, heute nicht, lass mal wirklich. Das werden wir noch sehen. Wieso sehen? Was hast du mit mir vor, hm? To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. You shouldn't even care about those losers in the air. Und wie sieht's aus? Können Sie sie entschärfen? Versuchen Sie ganz ruhig zu bleiben. Ja, Sie haben gut reden. Wenn der Zähler genull tickt, dann sind Sie raus aus der Tiefgarage. Aber ich fliege in die Luft. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Wissen Sie, ich frage mich, was einem durch den Kopf gehen mag, so in den letzten Sekunden. Dr. Berg, dieser Anrufer, hat er oder sie einen Akzent? Irgendwas, woran man ihn oder sie erkennen könnte? Nein, die haben so einen Stimmenverzerrer benutzt. Na wohl, ich weiß nicht, die Person hat mich geduzt. Aber ob das was bedeutet, ich weiß nicht. Die Zeit drängt. Bereits in 20 Minuten wird die Bombe explodieren. Und sollte das Entschärfungskommando nicht erfolgreich sein, wird sie dem Leben von Dr. Berg ein schreckliches Ende setzen. Christian Vorländer setzt alles daran, den Täter ausfindig zu machen und den Countdown zu stoppen. Ja, wir hören uns, Kommissar Wagner. Bis dann. Entschuldigung, Sie können hier nicht durch. Mein Name ist Rechtsanwalt Vorländer. Ich bin Dr. Bergs Anwalt. Ich würde gerne zu Ihnen. Tut mir leid, keine Ausnahmen. So ist die Anweisung. Verstehe. Frau Berg. Hallo. Hallo, gibt's was Neues? Die Bombenexperten sind da und geben ihr Bestes. Es gibt einen bestimmten Grund, warum ich Sie hierher bestellt habe. Ich brauche Ihre Hilfe. Alles. Ich tue alles, wenn wir Martin herausholen können. Denken Sie noch mal ganz in Ruhe nach. Haben Sie eine Ahnung, wer mit Ihrem Mann eine offene Rechnung haben könnte? Ich weiß nicht. Bela Wartmann? Der wird ja gerade vernommen von der Polizei, aber der streitet alles ab. Und wir müssen auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass der nichts mit dieser Bombe zu tun hat. Gibt es noch irgendjemand anderen, der wollen könnte, dass Ihr Mann irgendeinen Fehler zugibt?
Ich weiß es einfach nicht. Ich kann Ihnen nicht helfen. Jetzt bitte beruhigen Sie sich, okay? Wir rufen jetzt hier mal an, ja? Ich schalte auf laut, damit Sie mich hören können. Herr Vorländer. Dr. Berg, Ihre Frau ist auch da. Haben Sie inzwischen eine Idee, wie er hinter dieser ganzen Sache stecken könnte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, welchen Fehler ich gemacht haben soll. Gut, ich hatte mal Stress mit so einer Angestellten, aber die war es bestimmt nicht. Das Sprengstoffkommando fasst einen Entschluss. Mit dem Kappen des Hauptdrahtes hoffen sie, den Countdown zu stoppen und die Bombe zu entschärfen. Eine falsche Entscheidung. Das Kappen des Drahtes hat einen Alarm ausgelöst und der Countdown läuft weiter. Dr. Berg gerät in Panik. Das war's wohl. Melanie? Paul? Ja, mein Schatz. Paul ist noch nicht hier. Melanie, ich liebe dich. Bitte vergiss mich nicht. Ich liebe dich auch, aber du kommst da bestimmt wieder raus. Und sag Paul, dass ich ihn auch sehr und lieb habe. Es ist vorbei. Vorbei. Ah! Dr. Berg? Was ist denn los? Martin! Dr. Berg! Martin, was ist denn? Hallo! Scheint zumindest wenigstens keine Explosion gegeben zu haben. Hallo? Hallo, hier spricht Konrad Keil. Ich bin Sprengstoffexperte. Dr. Berg, geht es soweit ganz gut. Oh. Entwarnung. Das war keine scharfe Bombe, sondern nur eine Attrappe. Oh. Danke für die Info. Dr. Berg ist mit den Nerven am Ende und muss sich erst mal erholen. Jetzt gilt es herauszufinden, wer hinter dem Anschlag steckt. Christian Vorländer hat erste Informationen von der Polizei. Die Bombenattrappe wurde mit Komponenten gebaut, die man in jedem Elektronikhandel bekommen kann. Eine Anleitung dafür wird es wahrscheinlich im Internet geben. Das heißt also, jeder kann dieses Ding gebaut haben. Bedient euch. Genau. Vielen Dank. Danke, Schatz. Jedenfalls auffällig ist, dass der Täter mit einer ziemlich großen Expertise vorgegangen ist und wirklich Übung hatte darin. Was haben Sie eigentlich auf dem Herzen, Frau Berg? Sie müssen mir wirklich alles sagen, was Sie wissen, damit wir das auch auf den Grund gehen können. Naja, ist nur so, dass Paul, also er spielt leidenschaftlich gern dieses Rollenspiel Schnelleinsatz. Sag mir was, aber helfen Sie mir nochmal auf die Sprünge. Ja, das ist so eine Art Agentenspiel, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten. Mhm. Und das eine Team versteckt eine falsche Bombe, die vom anderen Team gefunden und entschärft werden muss. Das ist aber doch absurd, Melanie. Du willst doch jetzt nicht wirklich allen Ernstes behaupten, Paul hätte mir das alles angetan. Das behaupte ich ja gar nicht. Ich sag nur, dass er Erfahrung im Bauen von Bombenattrappen hat. Ja, aber trotzdem ist das totaler Quatsch. Ich meine, er hat null Motiv. Außerdem verstehen wir uns super. Und ja, auch wenn er Bombenattrappen bauen kann, so denke ich nicht, dass sie so gut sind, dass sie von Experten nicht auf Anhieb erkannt werden würden. Das ist ja klar, dass du wieder zu Paul hältst. Dürfte ich mir mal so eine Bombenattrappe ansehen? Natürlich, hol sie gleich. Übrigens, Auswertungen von der Spurensicherung hinsichtlich ihres Wagens liegen noch nicht vor. Und was ist mit der Kamera aus der Tiefgarage? Das ist nicht auswertbar. Der Täter hat die Kamera offensichtlich außer Funktion gesetzt. Ich konnte bei Paul auf die Schnelle nur das hier finden. Das ist natürlich so ein Timer, der viel simpler ausschaut als die komplexere Bombenattrappe aus ihrem Wagen. Ja, das stimmt. Ich würde trotzdem gerne mal mit Paul reden. Ist okay. Der ist gerade in der Schule, hat Orchesterprobe. Was ist los? Geht's dir nicht gut? Da war gerade dieser Bela Wartmann, ne? Hat jetzt zum Fenster reingeschaut. Was? Ja. Nehmen Sie das. Moment mal, hier geblieben. Was haben Sie hier vor dem Haus meines Mandanten zu suchen? Habe ich schon Verbot, jetzt auf der Straße zu stehen, oder was? Es macht sich jedenfalls nur noch verdächtiger, die Bombenattrappe bei Dr. Bergs Auto deponiert zu haben. Das müssen Sie ja erst mal nachweisen, dass ich damit was zu tun habe. Außerdem habe ich auch nicht so viel Dreck am Stecken wie der liebe Herr Doktor. Warum verrennen Sie sich eigentlich so in die Idee, dass mein Mandant bei dieser OP gepfuscht hat? Das ist doch sinnlos. Weil ich weiß, dass er minderwertige Implantate verwendet bei den OPs. Das hat mein Insider gesagt. Und wer soll das sein? Tja, wenn ich das wüsste, wäre diese Frau bei dem Prozess als Zeugin dabei gewesen. Und woher haben Sie dann diese Info? Er hat mich mal so eine Tussi angerufen mit unterdrückter Nummer und ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Bock, mit Ihnen zu reden darüber. Was wollte der denn? War nicht aus ihm rauszukriegen. Sie haben noch mal von dieser Mitarbeiterin erzählt, mit der es Stress gab. Ja, Michelle Lampert. Warum? Was ist denn da genau passiert? Naja, die war Rezeptionistin bei mir in der Klinik. Aber ich musste sie entlassen, weil sie extrem unzuverlässig war.
Kann es nicht sein, dass sie dahinter steckt, aus Rache für die Kündigung? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe sie außerdem sehr fürstlich abgefunden. Ich würde gerne trotzdem mal mit ihr sprechen. Geht es? Ja, natürlich. Ich gehe rein und hole Ihnen die Adresse. Prima. Ach, und können Sie mir noch einen Mantel mitbringen? Ja, natürlich. Danke. Anders als Dr. Berg bin ich nicht der Ansicht, dass mit einer Abfindung für eine entlassene Mitarbeiterin alles im Guten geregelt und Friede, Freude, Eierkuchen ist. Deswegen werde ich mir diese Frau Lampert auf jeden Fall mal vorknöpfen. Aber davor werde ich mit Jenny Poletti sprechen. Vielleicht ist die ja ein bisschen mitteilungsbereiter als der Herr Wartmann. Ich kann wirklich nicht verstehen, dass dessen Schuldzuweisung gegenüber meinem Mandanten ihm zu derart fixen Idee geworden ist. Hier ist die Adresse. Ah, prima, danke. Und Ihr Mantel. Sehr aufmerksam. Wissen Sie eigentlich, wann der Paul zurückkommt nach Hause? Der müsste eigentlich schon längst da sein. Könnten Sie mich anrufen, wenn er wieder da ist? Ja, natürlich. Okay. Alles klar. Danke. Also, bis später.